Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute, wie versprochen, mit dem Barbarenbild. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Einerseits geht der natürlich extrem auf Dornen, aber ich finde, den auf Dornen zu reduzieren, wäre ein bisschen gemein für den Barbaren. Weil eigentlich geht er komplett auf Raserei. Und warum der komplett auf Raserei geht, werde ich euch gerade mal zeigen. Der flippt nämlich komplett aus mit seinen zwei Schwertern und hat so eine extreme Angriffsgeschwindigkeit. Deswegen fände ich es doof, wenn man ihn nur auf Dornen reduziert. Es ist eher so ein Attack Speed Raserei Fury Baba. Und heute im Stream wurde ich echt extrem oft nach dem Bild gefragt. Der Bild, bevor ich hier Sprachen lernen, Bubble. Bevor ich hier zu viel quassel, der Bild ist natürlich unten markiert. Da könnt ihr euch den angucken. Auf D4 Bild habe ich den gebaut. Und im Wesentlichen hat der, glaube ich, so um die drei Sachen, die übertrieben wichtig sind. Das ist einmal auf jeden Fall dieses Amulett, Kampftrance. Das erhöht nämlich die Ränge von Raserei. Und da ist es auch wirklich ganz wichtig, dass ihr ein richtig hohes bekommt und 9 Level zu Raserei bekommt. Außerdem wichtig, Hauerhelm von Joritz dem Mächtigen. Und da auch ganz wichtig, dass ihr einen hohen Aspekt habt. Eine Chance von 60%, dass ihr den im Berserker-Modus noch wütender werdet. Und als letztes, was extrem wichtig ist, ist natürlich die Klingenplatten, weil wir gehen hier auf Dorn. Und das Coole an Dorn ist einfach, dass ihr AOE-Damage habt. Also ihr kämpft, ihr greift mit einem Single-Target-Angriff an. Habt aber einfach ein AOE-Damage und das kommt durch diesen Aspekt, dass Dornenschaden eine Chance von 80% hat, Gegner um euch herum zu treffen. Und mein Plan ist, und das versuche ich jetzt gerade im Stream zu schaffen, Duriel so oft zu besiegen, bis ich den Großvater hier reinpacken kann und den Doombringer hier reinpacken kann, um dann zu sehen, wie doll dieser Bild abgeht. Da habe ich hier natürlich noch Ramaldes Opus, der macht ausnahmsweise mal Sinn, weil ihr gar keine Wut braucht. Das heißt, ihr macht grundsätzlich die ganze Zeit mehr als 0,4% Schaden multiplikativ. Das ist natürlich sehr gut. Und dann habe ich hier noch Tibauls Wille drin, einfach weil ihr da nochmal 40% mehr Schaden macht, wenn ihr unaufhaltsam seid. Und im Berserker-Modus seid ihr nun mal unaufhaltsam und ihr seid einfach die ganze Zeit im Berserker-Modus und damit unaufhaltsam. Dann wurde ich im letzten Bildvideo darum gebeten, mal zu sagen, wo man erstens die Sachen bekommt und zweitens, wie lang das ungefähr dauert. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Hauerhelm von Joritz an. Den könnt ihr natürlich wie alle Unix random in der Welt finden, ab Weltstufe 3. Expliziter Endboss, der den fallen lässt, ist zum Beispiel Duriel. Der lässt den Hauerhelm fallen. Klingenplatten lässt Lord Zier fallen bei jeder Charakterklasse. Kampftrance lässt das Icebeast fallen und Gregor. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, welche Endbosse, wie ihr die wo herausfordert, da habe ich mal ein Video zu gemacht, wie ihr alle Endbosse herausfordert. Und Ramalden des Opus bekommt ihr auch von Gregor. Und Tibauls Wille auch von Duriel. Also, und wie lange ihr dafür braucht, wenn ihr Weltstufe 4 seid und wirklich nur auf die einzelnen Sachen hinfarmt, dauert das gar nicht so lange. Also gerade Duriel, klar, das ist nochmal ein anderes Ding, aber Klingenplatten solltet ihr mit Lord Seer eigentlich relativ easy bekommen. Weltboss gibt immer 3 exquisites Blut, Legion immer ein. Wenn ihr da mal 2, 3 Tage jeden Weltboss mitnehmt und jede Legion, dann habt ihr auf jeden Fall genug, um Lord Seer so oft herauszufordern, dass ihr auf jeden Fall eine Klingenplatte bekommt. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Kampftrance, weil ihr da sogar 2 Möglichkeiten habt, das zu bekommen, durch lebenden Stahl bei Gregor oder beim Icebeast durch Nightmare Dungeon solltet ihr das eigentlich auch easy hinbekommen. Ramallendes Opus, das macht der eh Gregor, kriegt ihr auch hin. Und Tibauls Wille und auch der Hauerhelm sind ein bisschen schwieriger, aber auch nicht 100% wichtig für den Bild, weil ihr den Bild auch schon spielen könnt ohne diese beiden Dinger. Dann ganz wichtig, hier spielt ihr auf jeden Fall ein Streitkolben mit Überwältigungsschaden, weil ihr so schnell angreift, habt ihr mit dieser 3% Überwältigungschance oft die Möglichkeit zu überwältigen. Und dann gibt es drei Sachen, die immer wichtig sind. Immer Crit-Schaden, immer Verwundbarkeit und immer Stärke. Und das seht ihr hier auch schon. Stärke, Crit-Schaden und ich habe jetzt in diesem Fall
Schaden für Typ Basis, weil Raserei ist ein Basisangriff und Berserker-Modus-Schaden. Hier wieder Crit-Schaden, Verwundbarkeitsschaden und wieder Schaden gegen nahe Gegner und Stärke. Und hier haben wir wieder, hier habe ich ausnahmsweise alle Werte anstatt Stärke, Crit-Schaden, Verwundbarkeitsschaden und der vierte ist leider nicht so gut, Schaden gegen Gegner, die von Blutung getroffen sind. Und Aspekte könnt ihr euch selber unten anschauen. Dann bei der Expertise ist ganz wichtig, dass ihr die Zweihand-Axt-Expertise nehmt, damit ihr nochmal 15% multiplikativen Verwundbarkeitsschaden bekommt. Fähigkeiten könnt ihr euch auch im Bild angucken und Paragon-Board könnt ihr euch auch angucken. Wir gehen nochmal ganz kurz durch die Glyphen. Ganz, ganz wichtig natürlich die Ausbeutung-Glyphe, weil wir wollen die Gegner immer verwundbar machen. Dann Marshall für die Rufe, damit ihr die immer zurücksetzen könnt. Territorial, weil die Gegner sind immer nah bei euch dran. Brodelnd, weil ihr mit Schwertern angreift. Und Groll, weil ihr natürlich ganze Zeit im Berserker-Modus seid. Eine Sache noch zu der Verwundbarkeit. Ihr werdet sehen, dass ich hier Doppelschwung mit drin habe. Das hat einfach nur den Sinn, dass ihr Bosse verwundbar machen könnt. Weil mit Ausbeuten ist der Gegner immer nur 3 Sekunden verwundbar. Wenn ihr einmal Doppelschwung macht, dann ist der Gegner aber wieder 2 Sekunden verwundbar. Das heißt, ihr schlagt die ganze Zeit auf den Gegner ein, macht dann Doppelschwung, schlagt wieder die ganze Zeit drauf ein, macht wieder Doppelschwung, so lange bis er down ist. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal gerade bei Gregor. Das ist eigentlich ein guter Boss, um das mal eben zu demonstrieren. Dann sehen wir uns bei Gregor wieder. Da bin ich auch schon. Gregor rufen wir einmal. Der ist zwar nur auf einem geringen Level, aber einfach mal, damit ihr einen Boss seht. Wir werden auch gleich nochmal kurz durch den Nightmare Dungeon laufen, dass ihr seht, wie es im Nightmare Dungeon aussieht. Und das Krasse, was ich eigentlich finde, ist, dass ihr Nightmare Dungeons 20 Level, 30 Level über euch machen könnt. Weil der A total tanky ist und halt wirklich viel Schaden raushaut. Ich habe einen in der Community, der hat mir geholfen bei dem Bild, der Mike, der macht pro Hit mit einem Crit-Schaden über 500.000. Wenn ihr die Glyphen auf maximalen Level habt, wenn ihr die richtigen Items und so habt, haut ihr so viel Schaden raus und das so schnell. Ihr habt das gerade so ein bisschen gesehen, aber gerade bei Duriel zum Beispiel, wenn er die ganze Zeit drauf los hämmert und irgendwie 20 Angriffe pro Sekunde macht, das ist wirklich richtig, richtig verrückt. Ich würde sagen, wir machen hier die Lichtwacht, Level Stufe 57. Das heißt, die Gegner sind Level 111, 21 Level über mir. Und da seht ihr mal ganz doll, wie stark dieser Build eigentlich ist. Nicht nur, dass der richtig viel Schaden raushaut, sondern der ist halt auch sehr tanky. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass er diese Ruffertigkeiten die ganze Zeit ready hat. Das heißt, ihr könnt die Gegner die ganze Zeit schwächen, ihr könnt euch Stellung reinholen. Und dann im Prinzip die ganze Zeit durch die Gegner durchlatschen. Ich werde mal hier ein bisschen gegen Elite kämpfen, damit ihr seht, dass auch wenn die mich angreifen, die killen sich halt selber. Ne? Das ist wirklich witzig. Auch die Fernkämpfer, die normalerweise echt nervig sind, killen sich halt einfach selber durch die Dornen. Und ich war ja auch damals in der Beta schon ein extremer Fan vom Barbar, vor allen Dingen mit Dornen. Dann wurde er ja zum Release des Games extrem geschwächt mit den Dornen. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt mal wieder einen Barbar spielen kann, der mir richtig Spaß macht. Ich habe vor Season 1 schon einen Wirbelwind-Barbar gespielt. Den fand ich ganz spaßig. Der wurde ja dann leider auch tot genervt. Season 1 habe ich gar keinen Barbaren gespielt. Ich habe da mal was versucht mit Aufwühlen. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Und auch mit dem Hammer der Urahn und so. Aber das hat mir alles nicht so gefallen. Aber jetzt hier mit Dornen und vor allen Dingen mit Raserei, mit den neuen Items, die dazu gekommen sind, macht es wirklich extrem viel Spaß wieder. Und ihr seht, ich rasiere hier durch, obwohl die Gegner 21 Level über mir sind. Und das ist wirklich nicht normal. Normalerweise hat man hier echt mehr Probleme mit anderen Charaktern. Ich bin echt gespannt, falls ich wirklich den Großvater bekomme und den Doombringer, wie doll der Bild hier noch ausflippen kann. Also ich finde es jetzt schon echt beeindruckend. Ist für mich auf einer Stufe, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Kugelblitz. Wenn nicht sogar besser, weil tankier. Der Kugelblitz ist gerade bei den hohen Stufen und auch bei Bossen sehr darauf angewiesen, dass die Schilde ready sind. Was sie auch meistens sind, deswegen ist es eher nicht so relevant. Aber der Barbar, der ist halt von Haus aus einfach noch tankier. Und das merkt man halt einfach auch. Ich habe mit Level 80 schon bei Duriel alles ausgehalten. Es war,
Ist wirklich kein Vergleich zu irgendeiner anderen Klasse. Selbst Druide mit Überwältigung mit 20.000 Leben habe ich nicht das Gefühl, dass das so krass ist. Ja, du bist aber oben, ich meine, ich kann es nicht genau zeigen, aber immer wenn oben die Leiste nicht mehr blau ist, vielleicht hat man es gerade gesehen, setze ich einmal Doppelschwung ein und dann ist er wieder verwundbar. Und so sehen gerade meine Glyphen aus. 3 auf 15, brodelnd jetzt gerade auf 14. Danach kommt dann noch Groll. Und dann ist der Bild auch schon fertig, weil das Paragon-Board ist auch relativ easy nachzumachen, würde ich sagen. Spielt dem Bild nach. Ich bin ein extremer Fan davon. Ich werde den, glaube ich, die nächste Zeit nur noch spielen. Kugelblitz ist auch mega nice, verstehe mich nicht falsch. Und auch ich liebe auch meinen Druiden, aber ich habe so lange keinen Barbaren gespielt. Da macht es einfach mal wieder Spaß, den Barbar rauszuholen. Wenn ihr noch überlegt, einen Barbar zu spielen, dann hier, bitte. Dornen mit Raserei ist echt geil. Lasst ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Gerne ein Like da lassen. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei, Leute. Ich bin wahrscheinlich jetzt heute wieder live mit den Duriel Runs und werde da versuchen, den Großvater und den Doombringer zu bekommen. Wenn ihr da mitmachen wollt, checkt Twitch ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.